Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Tageslicht für Dienstag, den 17.09. Ja, heute Portaltag. Heute haben wir Portaltag und bitte bedenkt das auch. Heute geht die Rabattaktion, Geburtstagsrabattaktion zu Ende. Nutzt das gerne noch, letzte Chance. Und ja, dann schauen wir mal, wann das mal wieder ist. Es wird jetzt erstmal damit Pause sein auch. Ja, von daher nehmt das gerne noch in Anspruch. Ja, Instant Change Anwendungsabend mit Daniel Weinstock wird natürlich sein um 19.30 Uhr am Dienstag. Und das ist dann verbunden mit dem Tagesevent am Samstag. Wenn ihr die Anwendung nur bei mir wollt, ja, dann schaut gerne in die Infobox. Auch die Instant Change Anwendungen bei mir sind momentan ja noch rabattiert und da können wir eure Energie ganz auf das ausrichten, was für euch Wunsch und Ziel und Traum ist und ja, wovon ihr einfach auch gern Befreiung erleben möchtet und gutes Vorankommen für euren Weg. Ja, schauen wir, was haben wir sonst heute als Impuls in den Karten für den Tag. Ich wollte schon sagen, den Hirsch. Ja, der Hirsch, den haben wir auch mit dabei. Ein wundervolles Krafttier. Der zeigt schon mal Schutz und Segen an, auch Wegweisung und ist der Hinweis auf Kraft und Mut, die eigene Stärke zu leben und ja, der eigenen inneren Weisheit zu folgen. Wundervoll, denn das bringt dann letzten Endes auch in die Position hinein, selbst größte Hindernisse, Herausforderungen anzugehen, die wir mit dem Berg angezeigt haben. Ja, das sind nicht nur Blockaden und Hindernisse, sondern auch grundsätzlich eben Herausforderungen. Jeder Berg ist bezwingbar und ja, sei es auf Wegen drumherum, auf sanften Wegen bis hoch zum Gipfel sozusagen. Aber ja, eins nach dem anderen, so wie wir es gerade auch vermögen, wie wir es können, geh deine Herausforderungen an, sagt der Berg. Du hast Kraft, Stärke, du hast da vielleicht auch ja, mindestens die göttliche, geistige Welt als ein Massiv, auf die du dich verlassen kannst, die du auch in Anspruch nehmen darfst als Unterstützung, ja, als energetische Unterstützung, als Wegweisung, als Schutz und Segen. Aber ja, natürlich auch in Form von Menschen, die sich zeigen als Unterstützer, als Wegweiser. Ja, vielleicht auch mit bestimmtem Wissen, Begabung, dass sie dir da Hinweis geben können. Ja, du bekommst ja auch eine Menge Energie. Mit den 8 Kreuz sind die 8 der Stäbe angezeigt. Ja, du bekommst eine Menge Energie, deine Herausforderungen anzugehen. Ja, nutze das. Geh hier gut in die Umsetzung für all das, ja, was es vielleicht auch an Kommunikation heute bedarf und Austausch. Nutze die Energie. Auch dafür bekommst du ja, gute Energie und Ideen und Inspiration. Ja, ach der Stäbe. Vielleicht kann da etwas viel schneller vorangehen als gedacht. Und jetzt haben wir hier tatsächlich die Liebenden. Ja, wie heißen sie? The Lady and the Lord. Ja, das Weibliche, das Männliche auf Augenhöhe und auch hier wieder das Hirschgeweih, prägend für ja, die männliche Kraft. Ja, unsere männliche Kraft mit Weisheit und Mut und Stärke und ja, Lichterkraft zu leben, wird heute wichtig sein, aber auch das Weibliche, ja, ganz selbstverständlich und genauso mit einzubringen, erleben wir heute vielleicht auch wunderbare Balance für uns, in uns. Mit den Liebenden sind grundsätzlich wir selber erst einmal angezeigt, dass wir in Balance zu uns finden, ganz offen und ehrlich zu uns stehen und so auch zeigen, ja, hier auch auf Menschen treffen, denen wir so begegnen können, ganz ehrlich, ganz offen und die sich uns genauso zeigen. Und ja,
noch grundsätzlicher ist mit den Liebenden die Herzensentscheidung angezeigt. Ja, vielleicht füreinander, vielleicht auch, dass uns Menschen in unserer Herzensentscheidung unterstützen, bestärken, uns annehmen, so wie wir sind. Aber ja, wir heute selber auch ganz entschlossen, ganz von Herzen unsere Sache, unseren Weg angehen und unsere Herausforderungen meistern. Vielleicht ist es eben doch gerade auch diese ganz ehrliche, reine, entschiedene Art und Weise, die uns nicht nur möglich macht, Hindernisse und Herausforderungen anzugehen, sondern auch ja, zu etwas, zu jemand massiven, verlässlichen macht. Ne? Hier darfst du erleben, was du an dir selber hast. Werden es andere dann auch so erleben? Ja, und wenn du natürlich eben von Herzen entschieden eine Sache angehst, ja, dann kann eigentlich keine Herausforderung wirklich so groß sein, dass sie nicht zu schaffen ist, sondern ist sie überwindbar. Ne? Ja, kann auch sein, dass die Liebe heute eine starke Rolle spielt. Ne? Liebesbeziehungen, dass wir in Liebesbeziehungen heute schon auch vor Herausforderungen gestellt sind, aber gerade auch in der Einigkeit miteinander, ja, auch in der offenen, ehrlichen Kommunikation, in der konstruktiven, kreativen, schöpferischen Kommunikation miteinander bewältigen können. Ja. Das Pferd haben wir hier, wundervoll. Und auch noch das Einhorn dazu. Ja, natürlich, das ist ein besonderes Pferd. Ja. Horse, care for others and let them be free. Ja, sorge für andere und lass sie frei sein. Gib sie frei. Ja, auf der einen Seite Zuwendung, Zuneigung, ne, aber gleichzeitig auch natürlich das Freilassen, den anderen so sein lassen, wie er ist und sich selber auch so sein lassen und zeigen, wie man ist. Wird hier Wundervolles miteinander bewirken. Ja, stehe auch da wirklich selber, ne, darauf weist das Einhorn hin, zu deiner ganz eigenen, originellen Art. Ne. Das Einhorn weist auf unsere Originalität, auf unsere Besonderheit, die uns selber herausragend, massiv, verlässlich macht, die uns als ja auch eine Schutzgabe mit übereignet ist, ja, die zu entdecken vielleicht und ganz entschlossen zu leben, von Herzen entschlossen zu leben, wird nicht nur für uns etwas Wundervolles sein, sondern auch für andere. Andere haben natürlich ihre eigene Art und Weise, ihren eigenen Weg, ihre eigenen Besonderheiten und Aufgaben. Von daher, ja, ist es wichtig, auf Augenhöhe miteinander zu gehen und ja, sich selber nicht in Abhängigkeit zu begeben, aber auch nicht den anderen in Abhängigkeit zu ziehen. Egal, ob es nun in der Familie ist, ne, Eltern-Kind vielleicht, Eltern-Kind-Beziehung, Paarbeziehung, ja, auch im beruflichen, berufungsmäßigen, in Freundschaften, ja, vielleicht auch mit ganz überraschenden, unbekannten Begegnungen. Sei einfach ganz du selbst und ja, nimm den anderen einfach auch in seiner Art und Weise. Na, dann werden sich hier einfach auch wunderbare Verbindungen, friedvolle, ja, belebende, wertschätzende Verbindungen entspinnen.
Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit damit, für dich selber, aber auch im Miteinander. Ja, und freue mich, wenn wir uns wieder hören und sehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Tara von Tarot Rainbow.